Hallo und herzlich willkommen zurück zum Ranch Simulator, wieder auf Bärenjagd mit Hexchen, Marfo da und Trackerboy. Grüßt euch! Hallöchen! Moin moin! Schön, dass ihr alle den Weg hier gefunden habt und mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Hexchen gerade am Steuer. Marfo da als Beifahrerin und Trackerboy und ich stehen hier oben drauf, aber das funktioniert alles wunderbar. Also, brauchen wir doch keine Familienkutsche. Nur später. Oh, Hilfe. Hilfe. Das ist die Schwarzwalder Kirschtorte. Richtig. Ich finde das auch nicht so einfach hier. Ja, mit dem Auto ist es so ein bisschen beschissen. So, dass man nach dem Reh Ausschau hält, dass wir mal ein Reh... Von Gas geben mit A und D links und rechts, aber zusätzlich mit der Maus auch noch links und rechts. Da komme ich nicht so mit. Deswegen, ihr dürft gerne Auto fahren. Da ist was. Da. Wolf. Wir sollten auch mal die Waffe rausholen. Ja, ihr Männer, was macht ihr denn da? Da liegt. Oh, der Arme. Heute mal? Da liegt er. Wolfsfleisch. Genau, dass wir mal die Unterschiede zu den Preisen. Also für den Bären hatten wir ja 35 das Stück gehabt. Würde mich auch interessieren, ob die Preise nach oben gehen können oder nach unten. Ob also auch die Nachfrage ein Thema ist. So jetzt Bären haben wir schon links, jetzt bauen wir noch ein Reh. Ihr könnt schon mal weiterfahren, ich laufe mal zu Fuß gucken, ob ich... Ja, wir fahren. Das sind Schienen, okay. Kommen hier vielleicht mal Eisenbahn? Fragezeichen. Ich beobachte links, wer guckt rechts? Ich gucke alle Seiten. Ich sehe Trackerboy. Oder ist es ein Kaninchen? Bär rechts. Bär rechts, rechts, rechts ist ein Bär. Ja. Ach so, wenn man hier vorne sitzt, kann man gar keine Waffe zücken. Nee, leider nicht. Und dahinter ist... Noch ein Bär, zwei Bären. Vorsicht, es sind zwei Bären. Gut, dein ist tot. Der andere kommt. Hallo? Warum schießt du denn nicht? Ja, nachladen, du hast wahrscheinlich deine 6 Schuss weg. Ja, doch, hab wir. Nee. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Ich glaube, ich war zu weit weg noch. Umgebung sichern. So, hier liegen wieder 4 Steckchen. Hier liegt nichts mehr, glaube ich. War hier nicht noch irgendwas? Boah, echt jetzt? Hier geht schon nichts mehr drauf? Ja, ich sage, das Auto ist... Das ist ein Zustand. Ja, müssen wir echt mal gucken, dass wir da was Neues bekommen. Können wir das denn vielleicht noch ein bisschen drehen oder so? Schön wäre halt, wie gesagt, wenn du wirklich das oben drauf legen könntest. Irgendwie stapeln oder so. Ach, ich will doch gar nicht fahren. So, perfekt. Haben wir alles? Jupp.
So würde ich sagen, ab zum Laden, ne? Jupp, ab ja so zum Laden, weg, einmal verkaufen. F? Ja, ja. Und dann werden wir das jetzt auch so machen, liebe Zuschauer, damit ihr im Endeffekt jetzt nicht jedes Mal sehen müsst, wie wir jetzt hier jagen gehen oder sonst ne, erstmal Geld verdienen. Wir werden jetzt ein bisschen das Ganze offscreen machen. Wir werden es aber in der Timelap euch präsentieren. Das bedeutet, ihr kriegt jetzt gleich ein bisschen Musik auf die Ohren und genießt die Bilder dabei und alles ein bisschen schneller. Wer hat den getötet? Und hat er geschlafen? Komm mal zurück. Sehen. Die werden wir natürlich direkt wieder draufhalten. Der lebt. Der lebt. Leben oder liegen? Nee, also er liegt zumindest. Ja gut, wir können aber eh nicht tragen. Ja. Vielleicht wacht er auf, sie ist kommen. Wir haben links zumindest auch noch einen. Der ist tot. Okay. Ist halt die Frage, ob der despawnt oder so. Ja, der hat ihn erschossen. Oder ob der dauerhaft liegen bleibt. Ja, wir können ja nachher ja wieder zurückfahren. Genau. Nee, links ist sowieso noch einer. Hä? Links ist auch noch einer. Also nicht bei dir da rechts, sondern die Straße links. Gut, also und hier der liegt einer. Ja, und rechts, linkse Straße hier, da läuft noch einer. Und Panky, du stehst gerade irgendwie auf der Motorhaube. Stimmt. Stein. Da rechts läuft auch noch der Trucker, ist weg. Wir haben den Mann verloren. Gut, meine. Mal ja, ob wir irgendwo eine Abkürzung hier kriegen. Nö. Sonst fahre ich nur gegen die Bäume. Guck mal, da ist ein Bär. Ja, das ist der uns eben hinterhergerannt ist. Hallo, so, Teddybär. Oh, jetzt rennt er weg. Na gut, wir sind gleich im Laden. Das ist gut. Ja, irgendwie vergeht der Tag ganz schnell, ne? Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt hatte. Man kann das Spiel mit maximal 4 Leuten spielen. Ups. Vorsicht! Was machst du denn? Beide wird man noch überfahren. So, einmal da rein. Dass es aber schon wieder dunkel werden muss. Es ist erst für 14 Uhr. Ja, das stimmt. Ja, dann kommt bestimmt gleich wieder Regen. Das wird ja später auch irgendwie noch alles. Wichtig, warte mal. Während ihr mal kurz das tragt, ich gucke mal ganz kurz, was wir denn alles machen können in diesem Spiel. Also, wir haben die Möglichkeit Huhn, Kuh, Schwein. Das war das letzte. Ich habe aber ja gelesen, dass das Spiel, also das Spiel hatte folgenden Titel. So, verkaufen und gucken, was bringt denn jetzt der Wolf? Also, hier steht auch wieder 9 Fleisch. Hier steht nichts von unterschiedlich. Oh, warte. Verkaufen? Ach nee, stimmt. Steht nur 35 also das Fleisch. Stück. Also wahrscheinlich zählt Fleisch immer Fleisch. Immer Fleisch. So, und das Spiel heißt ja der realistische Mehrspieler Landwirtschafts- und Ranch-Sandkasten Anbauen, Ernten, Jagen und Aufbausimulator. Das Thema Anbauen und Ernten, das habe ich jetzt bisher noch gar nicht gefunden. Da bin ich echt gespannt, was da uns erwartet. Und ja, jetzt erstmal müssen wir Geld verdienen. Gut, ja, wir können weiter. Schweine und Kühe ist auch freigeschaltet. Was können wir denn noch hier alles? Tank, Milchkanne als eine für Kühe. Das ist. Ach, hier, das ist der Ovis Kopf. Ist wahrscheinlich dieser zum Eierbrühen, ne? Der kostet bloß 100. Gut, dann lasst uns nochmal. Oha, jetzt regnet schon wieder. Wo wollt ihr hin? Hilfe! Sag mal! Die Mädels hauen ab!
gut, also hier gibt es leider nichts. Wo seid ihr hin? Hier. Ja, auf den Bären einsammeln, ne? Gut. Genau, Bären einsammeln und noch den anderen Bären uns schnappen. Ihr könnt mal eure Waffe schon mal langsam zünden. Ja, stopp. Ja. So, jetzt. Hab ich. Laden. Scharf. Jo. Los. Bereit. Auf los geht's los. Ich glaube, das Fleisch muss man dann mit nach Hause nehmen, ne? Die links, hier kommt Rehe. Warte. Genau zielen. Lass uns erstmal gerade von hier herkommen. Das sind das zwei. Machen wir Mut aus. Bär. Wo? Rechts, er kommt. Gut, ist down. Hier ist auch rechts. Liegt. Ja, den haben wir. Gut. Nimm du den Hirsch. Nimm den Bären. Ah, du kannst nur, wenn du die Waffe ablegst. Gut, also ein Hirsch bringt auch drei Fleischstücke. Drei bloß. Wo hat denn jetzt der Bär gelegen? Na hier. Da hier. Ja, ich sehe nur Blümchen, weißt du? Ja. Komm her, Hirsch. Nicht da hinten, hier vorne. Nee. Ja, brauchst du schießen, wir haben eh nicht mehr Platz. Also, der Bär hat vier und der Hirsch hat drei gebracht, ne? Mhm. Genau. Ja, wenn man ein bisschen schachtelt da zusammen, dann geht das, glaube ich, noch ein bisschen. Eigentlich noch eins? Ja. So. Man kann hier locker noch eins, zwei, drei, vier, glaube ich, hinlegen. Ja gut, aber da es ja direkt in der Nähe ist, ich würde sagen, wir verkaufen erst nochmal schnell. Und verdammt wieder hoch. Genau. So, ihr wisst ja, geht schnell. Los, ab. Das heißt, du holst ja noch die Rico da vorne, oder was? Für mein Rennen. Schnell. So, aber hier rein. Naja, Hexen fährt einen heißen Reifen. Ja. Hallo, schönen guten Tag, hier schon wieder. Was wollen Sie denn schon wieder? Gammelfleisch loswerden? Hä? Das ist kein Gammelfleisch, das ist extra leckeres, gejagtes, frisches Fleisch, was gerade im Dreck liegt. Aber das muss ich Ihnen nicht sagen. Gammelfleisch im Dreck. Mit drüber hüpfen kann ich nicht. Und ich will auch mal. Zack. Alles drauf? Ja? Yep. Will auch mal verkaufen. 7 Stück verkaufen. Verkauft dann bitte auch Munition. Nicht verkaufen, sondern kauft dann mal Munition. Hab ich das jetzt verkauft, ja, ne? Ja, verkauf nochmal Munition, bitte. Kauf nochmal Munition, nicht verkauf. Kauf. Ein Paket. So, Werkzeuge. Oder wo? Hier. In den Warenkorb habe ich jetzt einmal oder zweimal? Falsche. Einmal zur Kasse. Perfekt. Danke. Habe ich jetzt alles? Ich glaube. Jupp. Bin nicht Pech. Warte. Ja. Wo ist jetzt mein Männle abgeblieben? Na, ich bin hier nochmal zwei Hirsche geschossen. Kommt mal hier auf die Straße. Wow. Wo auf der Straße? Na, ich stehe auf der Straße. Da ist er. Geradeaus. Reps. So, Lampe an. Na, sollen die mal suchen.
Hier liegt der Hirsch. Ja. Wo laufe ich denn hin? Bin ich richtig? Nee. Nimm mal das eine Fleisch dann noch. Das waren drei. Und dann liegt hier noch ein Hirsch, hast du gesagt? Ja. Auf der gleichen Stelle oder wo? Hier war der. Ich guck mal, hier muss er irgendwo liegen. Ich schrei gleich, wenn hier ein Bär steht. Hier ist es. Wo ist hier? Ja, genau da. Und da, wo ich mich gerade befinde. Ja, man sieht es aber nicht auf die Entfernung. Ja. Da steht kein Name dran drüber. Ja gut, das stimmt. Dass man so die ungefähre Richtung hat. So, haben wir? Ab damit nach Hause. Ne, wieso? Theoretisch dafür ist ein Händler oder nicht? Er ist hier noch auf? Ja, klar. Wenn wir uns beeilen, hat er noch auf. Das ist 20 Uhr, wir machen jetzt zu. 21. Ja. Ja, dann Montau. Montau. Guck mal, nur so ein paar wild geschossen und schon wieder dunkel. Ja, ja. Zeit vergeht hier relativ schnell. Wäre schön, wenn man das vielleicht einstellen könnte. Das ist ein bisschen zu schnell dunkel. Ja, vor allem muss ich jetzt schon beeilen. Wir haben ja schon 26, 28. Schnell. Du Scheiße, geh weg! Ich steh. Achso, wir haben ja hier auch noch. Da war ja noch Muni. Nicht nur gekauft, sogar liegen gelassen. Ach, deswegen hatten wir keinen nachgeladen, alles klar. Ja, Entschuldigung, habe ich vergessen. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Soweit ich komme. Glück. So, 53, 54. Schnell verkaufen. Liegt alles. Liegt, ja. Ja. Alles weg. Verkaufen habe ich. Und hier raus, bevor die Tür zu ist. Cool. So, ab nach Hause. So, und wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ranch Sonata im Multiplayer. Mit Hexin, Marfoda und Trackerboy und meiner Wenigkeit. Also, bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Die haben aber aus der offenen Tür. Die machen die Tür ja gar nicht zu.